Hallo Jungfrau, willkommen zur neuen Legung. Ich schaue mir in dieser Legung die aktuelle Situation an zwischen dir und deinem Gegenüber, die Gegenwart, die Zukunft und wie ihr jeweils zueinander steht. Sollte die Legung auf dich zutreffen, findest du in der Beschreibung einen Link zur Herzblattlegung. Da schaue ich mir dann dein Gegenüber noch ein bisschen genauer an. Da schaue ich mir die Gedanken, Gefühle und möglichen Aktionen an. Und werde da natürlich auch klären und Orakelkarten ziehen, hier natürlich auch in der Hauptlegung. Und schauen wir mal weiter. Als allererstes gucken wir mal hier in die Hauptlegung rein und in die aktuelle Situation für die Jungfrau. Gucken wir doch mal. Vielleicht hast du es mit einem Wasserzeichen zu tun. Okay. Eventuell ein Skorpion. Die Skorpion-Energie ist extrem stark hier. Okay. Na gut. Die aktuelle Situation zwischen euch, da haben wir den Ritter der Münzen, der Bube der Kelche und die zwei Schwerter. Ich sehe hier zwei Personen, die sich aufeinander zubewegen. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das ist irgendwie Erde und Wasser und hier geht es auch darum, man hat eigentlich schon eine ganz klare Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Ja, hier geht es um innere Klarheit, ja, die innere Klarheit. Es ist klar, man geht aufeinander zu, man hat vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung oder eine gewisse Vorstellung davon, wie das zwischen euch zu laufen hat oder wie das, oder beziehungsweise man hat sich füreinander entschieden. So, ja. Was haben wir denn hier für eine Energie zwischen euch? Ziehen wir doch mal eine Energiekarte. Interessant. Aufrichtigkeit, sehr interessant. Ich kann Wahrhaftigkeit von anderen nicht immer erwarten, wohl aber von mir selbst. Ja, und man sollte hier auf jeden Fall auch noch dazu sagen, bei dieser Aufrichtigkeit kann es auch um die Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber gehen, sodass man sich seine Gefühle eingesteht, dass man vielleicht erkennt, so ja, ich glaube, ich habe mich verliebt, ich glaube, ich liebe diese Person, ja, das kann das auch genauso gut bedeuten, ja, und ich denke mal, hier hat man eine innere Klarheit, man ist aufrichtig zu sich selbst, man ist sich seiner Gefühle bewusst, ja, interessant, okay, lass mal gucken, worum geht es hier bei diesen zwei Schwertern? Okay. Okay, Jungfrau, du bringst ja eine ganz bestimmte Energie mit. Ja? Es ist nicht deine Energie, sondern es ist irgendwie etwas, was irgendwie noch so, das ist so etwas, da bist du gerade eben erst rausgekommen. Ja, es ist irgendwie noch alles sehr, sehr frisch, habe ich so den Eindruck. So, du hast dich aus einer sehr toxischen Verbindung herausgelöst. Das ist das, was ich hier sehe. Ja, du bist gerade eben an so einem Punkt, wo du dir denkst, so, ja, ich habe irgendwie einen Haufen Ballast hinter mir gelassen. Ich habe eine Person hinter mir gelassen, die permanent falsch gespielt hat. Das hat nichts mit der aktuellen Person zu tun. Das ist eine Sache aus der Vergangenheit. Und es war sehr schwierig. Es hat ja sehr viel abverlangt. Ja, ich sehe das auch hier auf deiner Seite, auch bei deinen Karten. Du bringst eine Geschichte mit, die sehr hart ist. Ja, ich nehme das wahr, ich sehe das, ich lese es heraus. Und du hast hier etwas, eine Phase hinter dir, du hast ja etwas zu Ende gebracht. Du bist jetzt dabei, etwas Neues zu beginnen. Ja, und du suchst hier jemanden, du suchst quasi keine Beziehung, ja, oder Abhängigkeit oder was auch immer. Nein, du suchst einen Partner. Ja, mit den drei Münzen ist hier eigentlich eine Partnerschaft gemeint. Das ist auch die Teamwork-Karte. Man arbeitet zusammen. Da ist keine Abhängigkeit oder sonst was in dem Sinne, sondern man arbeitet an etwas zusammen, weil man das gleiche Ziel hat. Ja, das ist so das, was ich hier herauslese. Und ich denke mal, dass du in dieser neuen Person genau das siehst. Du siehst da dieses Potenzial. Ja, da geht es irgendwie nicht irgendwie permanent darum, dass du die ganze Zeit nur gibst und gibst und gibst und nicht zurückbekommst, sondern hier geht es darum, diese Person hat die gleichen Ziele und geht auch mit der gleichen Energie an die ganze Sache heran. Ja, und das ist das, was ich da sehe. Da gibt es keine Spielchen oder sowas. Da bist du gerade raus, ja. Und ich glaube, wenn dir die neue Person so begegnen würde, würden bei dir sowieso sofort alle Alarmglocken schrillen, ja. Okay, alles klar. Worum geht es in der Gegenwart?
Da haben wir das Ass der Münzen, der Stern und die vier Münzen. Du siehst das Potenzial, absolut. Du siehst das Potenzial und ich sehe ja auch, du bist dazu bereit, dem Ganzen wirklich eine Chance zu geben. Es ist was Frisches, es ist was Neues, es geht hier um einen Neuanfang. Ja? Und es ist auch etwas mit den Münzen, wo man sagen kann, ja, es hat, ja, es ist irgendwie etwas, das ist greifbar. Ja? Hier geht es nicht um Traumschlösser, hier geht es nicht um Luftschlösser, sondern hier geht es wirklich darum, dass man mit den Mitteln arbeitet, die man zur Verfügung hat. Ja? Das ist irgendwie eine sehr realistische Betrachtungsweise, um die es hier geht, ja, und ich sehe hier auch, ja, natürlich bist du vorsichtig, du hast auch ordentlich was mitgemacht und du hast einfach noch so deine Schutzschilde oben, sagen wir mal so, ist ja auch nicht schlimm, ja. Okay, lass mal schauen, worum geht es hier bei dem Stern. Du möchtest mal nicht permanent kämpfen müssen, höre ich gerade. Weil ich habe hier die sieben Stäbe und das zeigt sich so mit dem Rücken. Ja, du bist es einfach leid, permanent um irgendwas oder irgendwen kämpfen zu müssen. Ja, das ist auch keine Partnerschaft, weil wenn du um jemanden kämpfen musst, das hat nichts mit Partnerschaft zu tun, das hat erst recht nichts mit Liebe zu tun. Wenn du permanent irgendwie jemanden davon überzeugen musst, dass du irgendwie die richtige Person bist, dann ist das definitiv die falsche Person. Ja, und du bist es einfach leid, irgendwie permanent, um irgendwas kämpfen zu müssen. Ja, und ich habe so den Eindruck, du bist jetzt hier an einer Person geraten, wo du genau diese Erfahrung eben machen kannst, dass du mal nicht um irgendwas kämpfen musst. Ja, das ist so das, was ich hier sehe. Es ist so quasi wie so eine Wunscherfüllung, ja. Okay, interessant. Worum geht es hier bei diesen vier Münzen? Okay, die Welt, es geht um einen Neuanfang, definitiv. Ja, du hast einen richtig krassen Zyklus hinter dich gebracht. Du hast deine Lektion gelernt. Ja, du hast jetzt einen Zyklus, auch einen Lernzyklus, definitiv abgeschlossen. Du hast deine Lektion gelernt und du musst sie nicht nochmal wiederholen. Es ist einfach klar, du musst sie nicht nochmal wiederholen. Und das wird auch nicht nochmal passieren, weil du weißt bereits, was du wissen musst. Du hast gelernt, was du lernen musst. Und diese Erfahrung ist da. Ja, und diese Angst davor, dass man das vielleicht noch mal erleben könnte, ja, das wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Also das ist eigentlich, wenn man aus seiner Vergangenheit wirklich gelernt hat oder aus seinen Mustern oder Zyklen oder was auch immer es sein mag, ja, wenn du da wirklich deine Lektion gelernt hast, und das sagt mir hier die Welt, dass du aus deiner Sache gelernt hast, ja, dass du deine Lektion, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann passiert sowas nicht mehr. Dann brauchst du keine Wiederholung, um das zu lernen, was du lernen sollst. Du hast es bereits gelernt. Damit ist es abgeschlossen, kannst einen Haken dran machen. Ja? Okay, cool. Auf deiner Seite, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Du erzählst mir gerade eine Geschichte. Habe ich die 10 Stäbe, die 5 Kelche und die 9 Stäbe. Ja, du erzählst mir eine Geschichte. Du erzählst mir eine Geschichte von der Vergangenheit. Du erzählst mir eine Geschichte von dem, was du hinter dir gelassen hast. Du erzählst mir eine Geschichte von dem, was du alles erlebt hast. Und wie schwer das alles war und wie sehr du verletzt wurdest und wie sehr du enttäuscht wurdest, weil einfach die Person, mit der du es da zu tun hattest, das war einfach nur ein Klotz am Bein. Kein Partner, keine Partnerin, sondern einfach nur ein Klotz am Bein. Und das ist das, was ich hier sehe. Ja, es hat dich unglaublich verletzt, weil du, weil dir diese Person vielleicht auch irgendwas ganz anderes vermittelt hat. Weil dir diese Person Versprechen gemacht hat, aber nie gehalten hat. Da waren unglaublich viele Worte, aber viel zu wenig Taten. Ja, okay. Was haben wir hier für eine Energiekarte auf deiner Seite? Leugnen. Leugne deine Vergangenheit nicht. Sie ist ein Teil von dir. Sage ich jetzt einfach mal so, ja? Ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Stelle. Ja, natürlich hast du Angst, den ganzen Mist dann nochmal zu erleben. Aber du hast doch aus deiner Lektion gelernt. Du hast doch deine Hausaufgaben gemacht. Du hast doch aus der ganzen Vergangenheit gelernt. Ja, das ist das, was ich hier gesagt habe. Übersieh das nicht, ja, übersieh das nicht. Gut, und versuch irgendwie nicht die Vergangenheit auszulöschen, weil das funktioniert sowieso nicht. Sie ist ein Teil deiner Geschichte, ja, das ist halt etwas, was du auch irgendwo erlebt hast.
egal wie mies das alles ist oder wie mies die Person ist, mit der du es da zu tun hattest. Ja, das sehe ich ja hier. Das war irgendwie nicht so prickelnd. Das war nicht so prickelnd. Ja, aber sei froh, dass du die los bist. Okay, lass mal schauen. Was haben wir hier bei den neuen Stäben? Ich weiß gar nicht, was ich erklären soll, weil hier geht es eigentlich nur um deine Vergangenheit, ja, und eigentlich ist die abgeschlossen, ja, was jetzt eigentlich bei dir eigentlich ansteht, ja, ist eigentlich auch diese ganzen Geschichten, die du vielleicht immer wieder erzählst oder die immer wieder so dir durch den Kopf schwirren. Ja klar, ich meine, man muss halt die Vergangenheit irgendwo auch aufarbeiten, ist klar. Aber mach die Vergangenheit nicht zu deiner Gegenwart. Das ist, glaube ich, so dass der Hauptpunkt bei dem Ganzen. Mach die Vergangenheit nicht zu deiner Gegenwart, weil ansonsten bleibt dieser Typ da, wie so ein Klotz am Bein. Ja? Worum geht es hier bei diesen neuen Stäben? Also ich sage jetzt irgendwie so Typ, es kann natürlich auch eine Frau sein. Aber ich sage halt Typ, weil ich hier so zwei so Männer, männliche Gestalten so habe. Deswegen das einzige Grund. Okay, worum geht es bei den neuen Stäben? Aber es kann natürlich auch durchaus eine Frau sein, die dich da so verarscht hat. Ja? Okay. Ich habe hier den Narren. Ja, dich hat halt hier. Das ist es halt. Die Person hat dich echt zum Narren gehalten, oder? Ah, sei froh, dass du hier los bist. Hey, was haben wir hier noch so? Warte mal. Was haben wir hier für weitere Aspekte bei dir, die eine Rolle spielen, die da wichtig sind? Klar, die Vergangenheit die ist bei dir momentan sehr präsent. Ja, aber ich meine. Du bestehst ja nicht nur aus Vergangenheit, da ist ja noch viel, viel mehr. Was gibt es hier für weitere Aspekte auf deiner Seite? Wo sollte man hinschauen? Worauf solltest du dich vielleicht auch fokussieren? Die jammernde Frau. Das ist das, du bist zu sehr fokussiert auf die Vergangenheit. Die jammernde Frau, lass das sein. Dann haben wir hier noch die Schöpferhand. Warte, ich lese mal vor, was da drauf steht. Das ist das, was ich meinte. Mach die Vergangenheit nicht zu deiner Gegenwart. Selbstmitleid, Schuldzuweisungen, da stehen echt irgendwie krasse Sachen drauf. Das steht da drauf, das ist nicht von mir. Heulsuse, Samthandschuhe anziehen, Drama Queen. Ja, werde nicht zur jammernden Frau. Ja, lass die Vergangenheit ruhen. Mach die Vergangenheit nicht zu deiner Gegenwart. Ja, das ist vorbei. Sei froh, dass die Person los bist. Ja, das war sowieso irgendwie, naja, eigentlich nichts, wo man hinterher heulen sollte. Dann haben wir hier die Schöpferhand. Chance, großes Glück, Neubeginn, Wachstum, Geschenke des Universums, sehr gute Entwicklung. Ja, und diese Chance zeigt sich hier auch, ja, mit der neuen Person. Es zeigt sich hier, die Schöpferhand. Du hast eine neue Chance, du bekommst hier etwas geboten, ja, was viel, viel besser ist als das, was dir da dieser Narr, dieser Teufel, diese fünf Schwerter, diese Person aus der Vergangenheit, ja. Also da ist es irgendwie. Ich würde da keinen Gedanken mehr dran verschwenden, ganz ehrlich. Also ich meine, du sollst es nicht verdrängen, um Gottes Willen, ja. Aber versuch da wirklich so diese Enttäuschung, diesen Schmerz und diese ganzen Sachen, diese Emotionen irgendwie zu kanalisieren, ja. Dass du das wirklich nicht in dir aufstaust, so. Ja, weil das ist irgendwie etwas, das ist nicht gut. Da tust du dir selber keinen Gefallen mit. Sondern wirklich irgendwie so nur das irgendwie kanalisieren. Irgendwie, such irgendwas, womit du das machen kannst. Ob es jetzt Gartenarbeit ist, ob es jetzt Malen ist oder Musik machen oder singen oder tanzen oder Sport oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, wenn es sein muss, geh in den Wald und schrei alles aus dir heraus. Ja, irgendwas, find irgendwie etwas, womit du diese Emotionen aus dir heraus transferieren kannst, wo du das irgendwie kanalisieren kannst, ja, damit es irgendwie raus ist, damit es dich raus ist aus deinem Energiefeld, damit du irgendwie wieder frei bist, ja. Das ist das, was ich damit meine. Das ist wichtig. Okay. Bei deinem Gegenüber, da reden wir hier nicht von deiner Vergangenheit, die ist passé, ja. Da haben wir das Gericht, der Tod und die Liebenden. Ich glaube, du hast es mit einem Skorpion zu tun, mit einem starken Zwillinge-Einfluss. Das ist halt das, was ich hier so zu Gesicht bekomme. Du hast auf jeden Fall irgendwas mit einem starken Skorpion-Einfluss, nehme ich hier ganz, ganz deutlich wahr. Und diese Person, die bringt irgendwie unglaublich viel Transformation und Veränderung mit sich. Ja, es ist wie ein Neubeginn. Ja, und diese Person, die bringt auch Liebe, das Thema Liebe auf den Tisch. Ganz klar. Ja, ganz klar. Diese Person bringt das Thema Liebe auf den Tisch.
Und Schöpferhand, ja. Hier, Schöpferhand. Da sehe ich auch das Gericht drin. Hier, Wachstum, Geschenke des Universums, ja. Das ist irgendwie so wie ein Engel, der groß herausposaunt: Jungfrau, ich bin hier. Ja, so ungefähr, so kommt das rüber. Sehr spannend. Okay, lass mal schauen, was ist hier Phase? Ich möchte jetzt mal das Gericht klären. Worum geht's da? Ja, das ist irgendwie, das ist dieser Bube der Kelche. Ich habe doch gesagt, du hast es mit dem Wasserzeichen zu tun. Ja, Wasserzeichen, Bube der Kelche, das ist hier die Person, die wir in der Hauptenergie auch schon hatten, ja. Wasserzeichen, definitiv. Und dann haben wir hier den Magier. Das ist auch, das ist Zwillinge Jungfrau. Ja, das passt ja auch mit der Liebendenkarte zusammen. Ja, so Skorpion mit starkem Zwillinge-Einfluss haben wir hier. Und ich sehe hier jemanden, ja klar, mit dem Magier, das ist halt so auch eine starke Energie des Manifestierens. Ja, man wünscht sich nicht nur etwas, sondern kennt seine Werkzeuge, weiß sie einzusetzen und macht das dann einfach. Ja, das ist so das, was ich hier auch herauslese. Diese Person sitzt nicht rum und schickt die ganze Zeit Gebete ans Universum. Ja, bitte, bitte, bitte. Nein, diese Person, die Schöpferhand, ja, sondern also kreiert das eigene Glück. Wartet nicht darauf, dass permanent irgendwas geschenkt wird, sondern schafft die Grundlage dafür, für das, was da wachsen soll. So, das ist das, was ich da herauslese. Es ist eine sehr kreative, schöpferische Person, mit der du es da zu tun hast. Ja? Okay, was haben wir hier als nächstes? Was kommt da auf euch zu? Da haben wir den, das ist cool, sehr viel Erde. Energie. Ja, da haben wir die 9 Münzen, die 8 Münzen und der König der Münzen. Du kommst voll in deine Kraft. Ja, du beendest hier deine Legung mit deiner Karte, dem König der Münzen. Ich habe hier die 9 Münzen, ja, was auch im Prinzip für das Erkennen des eigenen Selbstwertes steht, für die eigene Selbstzufriedenheit. Man arbeitet sehr hart daran. Ja, du arbeitest sehr hart daran. Du bist durch eine schwierige Phase durchgegangen. Jetzt ist es an der Zeit, die Früchte zu ernten. Das ist das, was als nächstes kommt. Es ist an der Zeit, die Früchte zu ernten. Ja, cool. Die 8 Münzen, lass uns die 8 Münzen mal klären. Also es kann auch bedeuten, dass du auch dein Single-Dasein beendest. Ja, das kann das genauso gut bedeuten. Ich sehe das irgendwo auch auf dich zukommen. Was haben wir bei den 8 Münzen? Die Mäßigkeit, ja, das ist eine Umwandlung der Verbindung. Da geht es darum, dass das Ganze vertieft wird, dass vielleicht tatsächlich auch aus dieser noch sehr lockeren Freundschaft etwas Festes wird, ja. Okay. Dann haben wir dann noch die Sonne und die 9 Stäbe. Ich denke mal, die Sonne und die 9 Stäbe. Also jetzt so, wie sich das mir hier so zeigt, ja, ist im Prinzip die Erkenntnis, dass es an einer bestimmten Stelle so nicht weitergeht. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass du auch deine Sichtweise komplett änderst. Und dieses Ändern dieser Sichtweise also es eröffnet dir neue Türen, die dir förderlich sind, ja, die auch dieser Beziehung förderlich sind. Da geht es wirklich auch darum, zu erkennen, dass dieses, ich sage das jetzt mal einfach so, ja, dass dieses Rumgeheule wegen der Vergangenheit und wie schlecht die Person war und was sie dir nicht alles angetan hat, er hat sie. War eine total ätzende Person. Aber es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit das erzählst und in Erinnerungen schwelgst, schaff dir neue Erinnerungen. Im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und darum geht's, weil das ist etwas, das ist wichtig. Auch dieses, wie gesagt, dieses Kanalisieren, das ist echt wichtig. Was haben wir noch? Ich habe noch gar keine Energiekarte gezogen hier für dein Gegenüber. Fällt mir gerade auf. Komm, ich mach das noch. Ich habe da nämlich Lust zu. Das ist eine interessante Energie. Lass mal schauen, was haben wir hier für eine Energiekarte bei deinem Gegenüber? Hm.
Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Es hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, oder? Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Interessant. Ja, das hat wirklich auch sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun und auch ja, mit so einer Erkenntnis. Ich weiß nicht, da steckt irgendwie sowas drin, so nach dem Motto, so, ja, Jungfrau, da wo du warst, da war ich auch schon mal. Da gibt es irgendwie einen Ausweg. Nach Regen kommt Sonnenschein, so ungefähr, ja. Und mit diesem Wissen oder mit dieser Erfahrung kommt dieser Mensch auch so quasi, erscheint dieser Mensch auf der Bildfläche, ja, so ungefähr. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal dein Gegenüber noch ein bisschen genauer an. Finde ich schon sehr spannend, die Energie. Vielleicht sehen wir uns ja gleich in der Herzblattlegung. Da schaue ich mal vielfach Gedanken, Gefühle und möglichen Aktionen an. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.